nicht nur Will Brick is on fire, sondern auch die Kreissporthalle Lübbecke. Das merkt man hier. Wir steigen jetzt direkt ein in die K.O.-Spiele. Und ab jetzt wird es natürlich richtig kribbelig. Weil wer jetzt verliert, der ist raus. Und ab jetzt geht es wirklich ganz konsequent um den Einzug in die nächste Runde. Und jetzt geht es ganz konkret um den Freeway Cup 2017. Wir stellen alle Uhren nochmal auf Null. Alle Eindrücke der Vorrunde sind Schall und Rauch. Und jetzt geht's los. Favorisiert sind, aufgrund dieser Eindrücke, natürlich die Dortmunder, denn sie sind als Tabellenerster nach einer furiosen Leistung heute Morgen aus der Gruppe gegangen. Aber es gibt so viele Geschichten aus der Historie. Nehmen wir nur das Feuer. Bayern München, 3 Spiele, 3 Siege und dann gegen entfesselte Kölner im Achtelfinale nicht den Hauch einer Chance gehabt. Also diese Gruppenphase kann, aber muss nicht viel aussagen. Der BVB bisher mit guten Eindrücken, dass hier so der auffälligste, stärkste Spieler der Borussen jetzt gerade am Ball, genau wegen dem, was er da gerade macht. Der hält Bälle und lässt sich kaum noch von trennen, ist zudem super abschlussgefährlich. Da hat er sich den Ball zurückgeholt. Das war wohl kein Vorspiel. Konter läuft. Klasse Parade hier vom Dortmunds Keeper. Weiter Ball jetzt. Leider verpasst Lukas Klanzos den Ball. Lukas Klanzos nämlich versteckte Spieler. So, jetzt gibt es eine kleine Diskussion. Klanzos immer noch sauer bei diesem Schiff eben. Jetzt gibt es die gelbe Karte wegen Meckerns. Also es war von hier, weil es die Spieler weggedreht waren, nicht zu erkennen. Schiedsrichter hatte eine bessere Sicht drauf. Von daher gibt es jetzt erstmal keinen Grund, ihm zu misstrauen. Das war wieder symptomatisch für sein Spiel. Lukas Klanzos. Klasse Tor wieder. Einzel BVB. Also dieses Thema Bälle abschirmen, drehen, wegmachen. Das ist absolut seins. Arminia Bielefeld ja insgesamt mit starkem schlechten Turnierauftritt, haben bisher gut gespielt. Jetzt aber die nächste Möglichkeit für den BVB. Ball gehalten, da ist die Grätsche, muss Freistoß geben. Oh, da muss er Vorteil laufen lassen. Ach Mann, das war unglücklich. Natürlich, Grätsche da. Muss eigentlich unterbunden werden, aber der nächste Ball war halt der Torschuss. So, lässt man nach vorne laufen, steht jetzt 2-0 Dortmund. Also die Proteste kann man verstehen. Unglücklich. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, Lukas Klanzos, der ist da schon ganz schön on fire. Der pendelt jetzt den Ball. Aber Parade vom Keeper des BVB. Also Bielefeld muss kurz Ende zu führen. Guter Auftritt, unglückliche Ergebnisse, so ein bisschen. Heute Morgen dann 3-2-Sieg gegen Stuttgart. Und jetzt hier natürlich noch absolut in Schlagdistanz der Tabellenvierte der Landesliga, spielt somit eine Klasse tiefer als der BVB, das war ein Foulspiel an Arjan Berisha. Also beide Teams in ihrer Liga jeweils auf Platz 4, der BVB in der Westfalenliga, der DSM in der Bielefeld in der Landesliga.
zur Sache. Bielefeld kommt immer wieder zu Abtürzen. Ist auf keinen Fall die unterlegene Mannschaft hier. Immer wieder in die Bedouille. Und dann das Eigentor. Arian Berisha. 1-1. Schussversuch. Bielefelds Nummer 7, Reda Hadra. Entschuldigung, Sahin Şahin war es. Der hätte gerade Kadra nach Bielefeld transferiert. Siebener der beiden Teams im direkten Duell gehabt. Direkter langer Abwurf. Jetzt Berisha wieder da. Diese gute Möglichkeit für die Arminia. Die hier die stärkere Mannschaft sind. Das muss man so festhalten. Mehr Abschlüsse. Mehr Torgefahr. Für den BVB. Oh, gute Einschussmöglichkeit hier für Aram Karaman. Oh, da hat 4 Sekunden eigentlich abgelaufen. Was ja auch in Ordnung ist, also ich will hier nicht einfordern, da lieber genau darauf zu achten. Das Problem ist die unterschiedliche Auslegung, die dann kommt. Die ersten Anforderungsrufe hier für Bielefeld. Natürlich viele Lokal Matador, und jetzt der Abschluss! 2-1 Arminia! Unten links versenkt. Torschütze Serkan Temin. Der BVB unter Zugzwang. Kasse quergelegt und der Ausgleich. Super gemacht von Nico Lübke, der da auflegt für Bjane Sietuski, der nur noch einschieben braucht zum 2-2. Kurze Erklärung, sollte es nach 15 Minuten 2-2 unentschieden stehen, dann gehen wir direkt in einen 9-Meter-Schießen. Aber der Weg ist noch weit, wir haben noch 6 Minuten hier zu gehen. Sietuski wieder. Richtige Entscheidung. Freistoß für Borussia Dortmund. Es gibt 2 Minuten Zeitstrafe gegen Lukas Ayilis. Auch das, denke ich, die korrekte Entscheidung. Dortmund letzte Überzahl. Wir sind gespannt, wie sie es ausspielen. Sietuski haut er über den Ball. Dann lass er mit einem Lachen hinnehmen. Jetzt ist eine gute Rückwärtsbewegung gefragt. Ja.
2 Minuten Zeitstrafe. Fürs Halten. Für Serkan Temin. Jetzt doppelt Überzahl. Und jetzt muss natürlich aus dieser Zeit ein Tor fallen für den BVB. Doppelt Überzahl. Das muss man jetzt ganz entspannt ausspielen. Das war gut gemacht. Klasse gespielt und das ist ein Überzahlspiel, wie es sich gehört. Lukas Glanzos. Jetzt haben sie mit 2 Spielern aufgefüllt. Das Regelwerk darf noch 1 Spieler auffüllen, oder? Nee, die Schiedsrichter zeigen es an. Ja, jetzt wird es gemacht. Nur 1 Spieler darf auffüllen. Also jetzt 4-3 und 3-2 Führung für Borussia Dortmund. Keine falsche Entscheidung, sondern Spiel läuft weiter. Und Lukas Glanzos zum 4-2. Dritter Bude von Lukas Glanzos 4-2. Das ist hier. Da ist Privatduell mit Dynamin geliefert. Jubelte da jetzt vor der Bande der Bielefelder. Also das Ding ist hier noch nicht durch. Dortmund passierte die Gegentreffer eben mit diesem Block hier auf der Platte. Eineinhalb Minuten noch zu gehen, das ist locker möglich, noch Minimum 2 Tore aufzuholen. Ball, oh, das war ein Foulspiel am Keeper. Er war zuerst am Ball. Karaman vom BVB. Das war gut gespielt und das ist der Treffer zu 5-2. Und das ist die kleine Vorentscheidung hier. Jetzt bedarf es schon eines kleines Freebie-Kapunders. Oder bitte der BVB jetzt auf, das war kein Vorspiel, korrekte Entscheidung, das Spiel laufen zu lassen. Schönes Tor, einfach verladene Keeper. Arjan Brescia macht damit sein Eigentor wieder gut. 6-2, jetzt wird es dann noch deutlich. Und damit, glaube ich, können wir
Borussia Dortmund noch anderthalb Minuten vor Ende der Partie. Ins Viertelfinale sprechen. Wir sind damit um 15 Uhr wieder dran. Gegen den Gewinner aus der Partie Hertha gegen Mainz. Also auf jeden Fall ein dicker Brocken für die Dortmunder. Das wird der Hammer. Die letzte Spielminute des Spiels wird präsentiert von Hammer. Ihr Fachmarkt für Handausstattung im Industriegebiet Lübeck. Oh, schade, schöner Abschluss da. Raphael Kamrobin. Der Abschluss. Also Bielefeld alles andere als schlecht gespielt. Ein bisschen Pech gehabt. Natürlich dann spielentscheidend die Unterzahl. Nochmal der Abschluss da pariert von Jordan Amisa. Und nochmal der Treffer. Kevin Glass. 6 Sekunden vor Ende, 6 zu 3. 1 zu 6, Torschütze für Arminia Bielefeld. Kevin Glass. Und damit Glückwunsch nach Dortmund. Vielen, vielen Dank an Arminia Bielefeld. Tolles Turnier gespielt. Gleich geht es weiter mit dem Mühlenkreis-Auswahl. Bis gleich.